So, liebe Leute, weiter geht's heute mit der Enduring Challenge und damit herzlich willkommen zurück zu Grid und los geht's. Ein Rennen wird es heute nur geben, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Wir nehmen heute etwas andere Lackierung, deswegen. Ja. What the fuck, Alter? Was ist das für eine Strecke? Was ist das für eine Strecke? Oder was ist das für eine. Okay, 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 das wird heute keine kurze Folge werden. 5,9 Kilometer Silverstone und dann 10 Runden, die uns anstehen. 10 Runden. Wenn Sie gerade auf dem Weg zur Tribüne sind, nur zur Erinnerung, gleich geht es los. Bis dahin, verrat uns doch etwas zu. Okay, dann haben wir ein bisschen was zu fahren heute. So, da sind sie schon ein bisschen am. Na. Warum schießt du auch genau in mir in die Bahn? Oh, du gehst mir. Oh. Geh da lieber auf Abstand. Du mit deinem Scheiß. Aus dem Rennen werden. Ja, mal. Ah, die Mischung ist nicht vorbei, das ist klar. Das war einer zu viel. Das hast du selber dir ein bisschen eingebrockt. Weil er wollte uns nämlich wegschießen. So, vorbei sind wir auf jeden Fall an den ersten. Jetzt wieder, weil er dran am, am führenden. Ja, das wird heute eine sehr, sehr lange Folge werden. Da kann ich euch jetzt mal versprechen, wo wir die Runde geht. 10 Minuten, 15 Minuten vielleicht. So, die letzte Folge ging auch schon drehen. Aber gucken wir mal. Ja, wir können uns jetzt ein bisschen vom Feld absetzen. So, die erste Runde ist rum. Ja, tolle erste Runde. Irgendwo bei 15 Minuten. Wir sind jetzt durch mit Runde 1, 1 Minute 45 die erste Rundenzeit. Ich werde Runde gewinnen, weil wir vorne ein bisschen wegfahren. Geht jetzt gleich in Richtung Runde 3. Aber wie gesagt, ja, das ist schon heftig. Damit habe ich jetzt praktisch gerechnet, weil da auf 10 Runden war. Aber damit muss man nochmal rechnen. So, der Abstand jedenfalls, der wächst und wächst und wächst gerade so ein bisschen. So, Kurve. Noch 8 Runden zu fahren. Runde 3, 8 Runden noch, ja. Ja, jetzt gehen wir in Runde
Okay, das wäre schon Runde 4 gewesen. Aber das ist die falsche Zielgerade gewesen. Noch 7 Runden. So, noch 7 haben wir jetzt, also 4 haben wir dreimal durch. Jetzt haben wir gedeckt, also sind wir gut dabei immer noch. Die Frage ist, ob wir runden dürfen oder bei Runden überhaupt. Ich denke aber ja nicht. So, die sind immer noch vor, der Teamkollege auf 5 mittlerweile. Sind ein bisschen vorgefahren. Sechs. Du bist auf dem ersten Platz. Verteidige ihn. Ich wollte gar nicht verteidigen. Weil ich eigentlich so weit vorne weg bin momentan. Leider wissen wir, wie die Abstände nach hinten sind. Jawohl, vorbei an auf Platz 4 unser Teamkollege. Komm, ich hoffe, dass er zumindest noch eine Auto kriegt, wieder mit auf dem Treppchen steht. So, weiter geht's in Runde 6. Das war die Hälfte des Rennens. Die Hälfte vor allem erst. So. Ja.
Hier so schöne viele Punkte. Aktionspunkte Limit erreicht. Wie? Das habe ich auch noch nie. Dass wir keine Punkte mehr kriegen. Weil wir schon wieder weiter am Limit sind. Ja, es wird ein, zwei Level vielleicht geben, wenn alles gut läuft. Aber die Runde, weil das Feld noch verdammt lang ist. Wir sind mittlerweile in Runde 7 jetzt, also gibt es gleich in Runde 8. Ja, ich sag, wir kriegen gar nichts mehr. Jetzt sind es noch 3 Runden. Ja, noch 3 Runden, liebe Leute. Dann haben wir das letzte Rennen dieser Serie geschafft. Boah, Glück gehabt. Weil er jetzt gerade, Gott sei Dank, der Körper hat und der war da gekippt. Na, da gab es nochmal Punkte. Aber jetzt gerade nicht so viel. Die sich alle hinter uns. Und die wirklich irre weit weg kommen wir auch nicht, ne? Also die sind noch zu sehen. Ich weiß nicht, wie die Abstände momentan sind. So, ich habe den keinen Unfall eben gehabt. Oder den keinen Zwischenfall. So, es geht in Runde 9. Runden. Dann haben wir die Endurance Challenge schon geschafft. Das ist wirklich nur dieses eine Rennen. Gott sei Dank, wenn es 4 Rennen mit uns in solchen Längen wären, dann wären wir heute ein bisschen dran gewesen. Aber dann hätte ich das wirklich noch, aber auch sehr viel zwei Folgen gespielt. Na gut, okay.
letzten Kurven, dann haben wir das Ding auch. Also, wenn noch eine Runde oder nicht. Haben wir gefühlt, kommen wir alle näher dran an die uns. Und dann haben wir endlich die letzte Runde des Rundbereichs. Wir führen seit Runde 1. Mal schauen, wie es dann mit meinem Level aussieht. Die Leute mit der EP, da müssen ja irre viele gekriegt haben. Na, Kollege, kommen wir da nicht auf die einen Platz vor. Dann müsste eigentlich nur ein Auto holen. Boah, die kleben doch alle hinter uns. So, wir sind weit rausgekommen, das ist aber egal, wir haben es geschafft. 16 Minuten 22, ja, habe ich schon gesagt, dass wir so ungefähr etwas über eine Viertelstunde brauchen für die Rennen. Aber das sind 94.000 Erfahrungspunkte, die wir dafür das Ding holen. Doch, der Kollege ist aber auf 3 noch gefahren, hat sich den einen noch gesnackt. Sehr geil. Weil der nämlich in der letzten Runde, ist er von 2 auf 4 zurückgefallen, der eine, ja. Okay, super, dann haben wir es. Ziel erreicht, quasi. Doppelsieg wäre natürlich noch schöner gewesen. Aber, ja. So, gut, okay. Ja, Level 90 sind wir. Also wir haben 2 Level knapp. Wird's gut gemacht damit. Da war top, bin zufrieden. Hauptsache, wir haben es geschafft, wir sind vorne. So, dann sind wir durch mit der Enduro Challenge und ja. Gut, und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder mit der Pre-Series GT Group 1. Dann haben wir nämlich, sind wir 2x4 Runden jetzt, 3x4 Runden ziehen wir uns jetzt als nächstes ins Haus anstehen. Na gut, wir haben ein bisschen was lange, ein bisschen viel zu fahren, aber gut, bis dahin und tschüss.